Rätselgeschichte zu Weihnachten. Das versteckte Weihnachtsgeschenk. Es war 3 Wochen vor Weihnachten. Leonie und ihr kleiner Bruder Tobi waren auf dem Weg zum Schulbus. Ich bin mir sicher, heute geht Mama unsere Geschenke kaufen, sagt Leonie zu ihrem Bruder. Woher willst du das denn wissen? Fragte Tobi. Leonie begann zu erklären. Gestern Abend hat Mama mit Tante Efi telefoniert. Als sie mich gesehen hat, hat sie die Tür zugemacht und ganz leise geflüstert. Und dann hat sie mit Papa geredet und der hat gesagt, dass sie heute das Auto ruhig nehmen kann. Ich bin mir sicher, damit fährt sie heute in die Stadt und kauft unsere Geschenke ein. Da wurde Tobi neugierig. Er hatte dieses Jahr einen ziemlich langen Wunschzettel geschrieben. Jetzt wusste er natürlich nicht, welcher seiner Wünsche zu Weihnachten erfüllt wird. Deshalb war er sofort einverstanden, als Leonie vorschlug, mittags nach den Geschenken zu suchen. Als sie an diesem Tag nach Hause kamen, war Tante Efi zu Besuch. Bleibst du zum Mittagessen? Fragte Leonie. Die Tante schüttelte den Kopf. Heute habe ich leider keine Zeit, sagte sie. Ich will noch zum Sport. Und dann nahm sie ihre große Sporttasche und verabschiedete sich. Nach dem Essen machte sich Leonie direkt auf die Suche. Heimlich natürlich, denn die Eltern sollten ja nichts mitbekommen. Wonach suchst du? Fragte Tobi. Ich suche nach einer Spur, Kassenzettel oder Einkaufstüten von Geschäften, Hinweise auf unsere Geschenke. Das machen Detektive so, erklärte Leonie. In den nächsten Tagen durchsuchten die Geschwister das ganze Haus, aber sie fanden einfach keine Spur von den Weihnachtsgeschenken. Wo können wir denn noch suchen? Vielleicht hat Mama dieses Jahr vergessen, uns Geschenke zu besorgen. Tobi klang etwas besorgt und wollte aufgeben. Richtige Detektive geben nicht auf, protestierte Leonie. Wir teilen uns auf. Ich suche im Gartenhäuschen und du guckst, ob unsere Geschenke in der Garage sind. Sie liefen los und suchten weiter. Nichts, sagte Leonie kopfschüttelnd, als sie aus dem Gartenhäuschen kam. In der Garage ist auch nichts, sagte Tobi enttäuscht. Die ganze Weihnachtszeit konnten die beiden das Rätsel um die Weihnachtsgeschenke nicht lösen. Am Morgen des heiligen Abends ließen sie ihre Mama für einen kleinen Moment aus den Augen. Der Weihnachtsbaum war schon aufgestellt. Nur der Schmuck fehlte noch. Sie waren sich sicher, irgendwann musste die Mutter zum Versteck gehen und die Geschenke holen. Mittags klingelte es an der Tür. Es war Tante Efi. Sie war gut gelaunt und kam gerade vom Sport. Sie hat ihre große Sporttasche über die Schulter gehängt und eine Schachtel mit Weihnachtskugeln in der Hand. Leonie und Tobi begrüßten ihre Tante ganz kurz. Sie hatten keine Zeit, denn die Mutter war gerade in den Keller gegangen. Die beiden waren sich sicher, jetzt würde sie die Weihnachtsgeschenke aus dem Versteck holen. Deshalb standen sie an der Kellertür und spitzten hinunter. Doch als die Mutter die Kellertreppe hochkam, hatte sie nur eine Kiste mit den Weihnachtskugeln in der Hand. Wieder keine Spur zu den Geschenken. Leonie war ratlos. Detektiv sein war gar nicht so einfach. Als sie wieder ins Wohnzimmer kamen, trauten sie ihren Augen kaum. Unter dem Weihnachtsbaum lagen 2 neue Päckchen. An dem großen Päckchen hing ein Geschenkeanhänger, auf dem ein Name stand. Für Tobi stand drauf. Und auf dem anderen Päckchen stand für Leonie. Leonie schaute sich im Raum um und sah ihre Mutter und ihre Tante lächeln. Jetzt weiß ich, wo die Geschenke versteckt waren, rief sie. Und auch Tobi wurde es auf einmal klar, wo die Geschenke die ganze Zeit waren. Wisst ihr es auch? Jetzt kommt die Auflösung. Die Geschenke waren in der Sporttasche der Tante versteckt. Am Tag, als die Mutter die Geschenke gekauft hatte, war Tante Efi zu Besuch. Sie war auf dem Weg zum Sport und hatte ihre große Sporttasche dabei. In der Tasche konnte sie die Päckchen leicht mitnehmen. Als Tante Efi an Heiligabend vorbeikam, hatte sie wieder die große Sporttasche dabei. Während die Geschwister der Mutter in den Keller gefolgt sind, hat ihre Tante die Päckchen aus der Tasche geholt und unter den Baum gelegt.